Für einige ist es das Brüllen des Donners, der große Sturm oder Valhir. Für andere ist er Ruin, der tausendfach durchbohrte Bär oder jener, der standhält. Aber den meisten Stämmen, die sich noch an die alten Traditionen halten, ist er als Volibär bekannt. Er ist der fleischgewordene Sturm, der Zerstörung und Stärke bringt, das Sinnbild für die unaufhaltsame Kraft und den bibbernden Zorn von Freljord. Es waren Volibär und Halbgötter wie er, die lange vor der Ankunft der Sterblichen das Land namens Vorjard gegründet haben. Die Sagen berichten davon, wie er die 5 Fjorde mit einem mächtigen Tatzenschwung erschaffen hatte oder wie sein epischer Konflikt mit der erbarmungslosen Magmaschlange Rond unzählige Täler und Schluchten in das Land riss. Als Volibear das Ungetüm endlich erlegt hatte, ergoss sich das Blut der Schlange als erster Fluss durch Freljord, während ihr kolossaler Kadaver sich als das Lindwurmgebirge über das Land legte. In den Tagen der ersten Stämme griff wilde Magie um sich. Volibear wurde von allen verehrt und angebetet, denn sie brauchten seine unbeugsame Stärke, um zu überleben. Große Kriege wurden ausgefochten und Volibear stürmte in seiner von Runen übersäten Rüstung, die sein Bruder Orn, der Halbgott der Schmiede, ihm gefertigt hatte, an der Seite seiner Anhänger in die Schlacht. Damals war das Band zwischen den beiden Halbgöttern unerschütterlich gewesen. Oft kämpften sie Seite an Seite, auch wenn Orn nie die gleiche Kampfeslust wie sein Bruder verspürte. Volibear erfreute sich an hart erkämpften Siegen. Dank all seiner Triumphe wurden ihm mehr und mehr blutige Opfergaben dargebracht, und so wuchs seine Macht. Mit der Zeit entfremdeten sich Volibear und die Seinen voneinander, und jeder ging den eigenen Belangen nach. Doch wirklich gespalten waren sie nicht, bis neue Gedanken althergebrachte Überzeugungen entwurzelten. Drei Schwestern erlangten große Macht und versuchten Freljord zu beherrschen und Ordnung in das wilde Land zu bringen. Die Halbgötter waren uneins, wie sie nun handeln sollten. Einige, wie auch Anivia, tendierten dazu, mit den Schwestern zusammenzuarbeiten, während Volibear und der eiserne Keiler sie vernichten wollten. Wieder andere hätten sich damit begnügt, die Sterblichen völlig zu ignorieren. Schließlich würden sie genau wie alle anderen schwächlichen Wesen früh genug sterben. Volibear wandte sich an die animalistischen und wildesten seiner Anhänger, die Ursaren. Gemeinsam mit ihnen würde er die drei Schwestern bezwingen. Zur Vorbereitung auf die Auseinandersetzung suchte er Orn auf, damit dieser seine Krieger bewaffnen konnte. Doch Orn lehnte sein Gesuch ab. Ihm missfielen die brutalen Bräuche der Ursaren. Dieser Zwist führte zu einem schrecklichen Kampf zwischen den beiden Halbgöttern. Am Ende verfluchte Volibear den Namen seines Bruders und legte seine Runenrüstung ab. Von diesem Tag an kämpfte er nur noch mit Zahn und Klauen, mit Macht und Donner. Der Verzicht auf die Rüstung schwächte seine Kraft nicht, nein, Volibear stellte fest, dass seine ganze Macht nun erst entfesselt war. Mit neu entfachtem Zorn konfrontierte er eine der sterblichen Schwestern, welche die Macht der Halbgötter an sich reißen wollte. Ihre ganze Armee sah zu, als er sie niederschlug und ihr das Augenlicht nahm. Doch er konnte die Pläne nicht aufhalten, die sie bereits in Bewegung gesetzt hatte. Jahrhunderte zogen ins Land, und obwohl Volibear erbittert Widerstand leistete, begannen die Stämme nicht mehr ihn, sondern die drei Schwestern anzubeten und zu verehren. Viele der ältesten Traditionen gerieten in Vergessenheit. Er sah, wie sich Stämme hinter Steinmauern verkrochen, anstatt sich der rauen Natur zu stellen. Er sah, wie Felder bestellt wurden und wie Bauern Nutzvieh züchteten, anstatt auf die Jagd zu gehen. Er brüllte mit aller Heftigkeit auf, als er Zeuge wurde, wie große Flüsse eingedämmt wurden und nicht mehr frei durchs Land tosen durften.
Das war nicht länger sein Freljord. Der Wandel hatte sich langsam vollzogen, wie eine Eiszeit, die allmählich von der Wärme der Sonne verdrängt wurde. Erst später erkannte Volibear, was wirklich geschehen war. Die Stämme waren vom wilden Geist des Landes getrennt worden, und die Trennung hatte sie zerbrechlich, gefügig und weich gemacht. Diese Schwächlinge hatten keine Ehrfurcht mehr für die alten Traditionen übrig und auch nicht für die alten Götter. In ihm grollten Wut und Entschlossenheit. Er schwor, sämtliche Zeugnisse der Zivilisation niederzureißen und Freljord zu seiner uralten Wildheit zurückzuführen. Die Völker würden wieder stark werden. Er würde wieder von allen verehrt und gefürchtet werden. Wenn der Ruf von Volibear durch die Berge und Ebenen des Nordens hallt, erwidern ihn mehr und mehr Freljorder. Allmählich erinnern sie sich wieder an die alten Bräuche und verhalten sich gemäß alter Tradition. Mit jedem neuen Anhänger wird Volibear stärker. Eine blutige Abrechnung naht, und Volibear donnert ihr mit scharfen Krallen entgegen. Tremble at my roar!